Seid herzlichst gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, zu Resident Evil Village, Vers 34. Und jetzt kommt der Bosskampf Moro. Wir sind jetzt da runtergekommen, haben gekurbelt, den Chassi abgelassen, sind jetzt unten im Dorf und hier ist jetzt, kommt jetzt dann der Bosskampf Moro. Einfach mal reinwatscheln. Wo kommt denn der? Warte. Wo bin ich denn? Wie komme ich denn? Also auf den Kollegen schießen, der aus dem Maul rausschaut und weglaufen. Und wenn er aufs Haus klettert, ist gefährlich. Da muss man weglaufen. In eine Hütte rein. In eine Hütte rein. Weil er schleimi. Schleimi. Ah. Und da ist auch Schleim. Warte. Und jetzt. Ah, da liegt Zeug, damit man nachladen kann. Achso, jetzt warte. Muss ich irgendwo. Ah. Oh nee, ich bin schon tot. Nee. Ah, fast, warte. Was? Ah, Ecke. Ich bin schon tot hier. Entschuldige, ich bin gerade beschäftigt. Oh nee. Haben wir nicht? Nee. Ah, jetzt hau. Ah! Nee. Rumschafft. Ah, nee. Sie haben ihn, oder? Finger. Finger halt wirklich schnell. Hey. Kristallinen. Na, das. Im wahrsten Sinne ein Ekelpaket. Ging aber schnell. Ja gut, also ich habe ich spiele auf leicht und ehrlich, also ohne Trainer, und das war der Bosskampf. Mhm. Also man soll aufs Maul schießen, und weil der da rausschaut, und auf ihn selber, wenn das Maul offen ist, und man kann auf explosive Fässer schießen, wenn er daneben steht. Und wenn Schleim ist, kann man den beseitigen, und wenn er selber Schleim spuckt, sonst noch, da muss man in der Hütte irgendwie Schutz suchen, und man kann auch Bomben hernehmen. Ja, nee, also das war's jetzt im Prinzip. Jetzt schauen wir, dass wir vielleicht hier noch alles einsammeln. Auf die roten Fässer schießen. Schauen wir, dass wir vielleicht noch mal. Da müssen wir wahrscheinlich raus, oder? Kommt das umhauen? Nee. Entschuldige. Ja gut, jetzt, ich schaue jetzt nur noch mal schnell hier rum, ob man noch was einsammeln kann. Rote Fässer. Da oben Blitz. Was war das? Aha. Entschuldige, ich sammle das jetzt, ich gehe noch mal ein bisschen rum hier. Sammle mal noch alles ein. Und dann ist da innen drin noch
vielleicht was oder so. Weiß keiner. Rotes Schloss ist gar explosiv, Kollege. Da geht es dann raus wahrscheinlich. Jetzt sind wir einmal rum, oder? Und in der Mitte ist irgendwie in der Mitte noch irgendwo irgendwie irgendwas. Da sind wir wieder außen. Nee, keine Ahnung. Was ist das? Nee, das glänzt noch. Und schauen wir nochmal in der Mitte. Ja, das war der dritte. Und vier Kollegen sind's, oder? Nee, ich glaube, jetzt haben wir alles, oder? Uiuiui, dann müssen wir wahrscheinlich da raus, oder? Was steht hier? Kristalliner Moro. Gelben Fässern. Flintenmunition, Ressourcen. Windmunition, Ressourcen, Pistolenmunition, Mine. Gut, da jetzt muss ich hier umblättern. Auf der Lösung. Und dann geht's heiter weiter. Jetzt haben wir den dritten. Wo ist versteckte Waffe? Nee. Ach, das ist. Oh! Da muss man noch hinten irgendwie. Eieiei. Also die Dimitrescu, dann das Baby da. Und den Moro. Und ja, was sagt der Lösung? Nach Nordosten, wo ihr nochmal ein gelbes Haus vor der Mine findet. Nordosten. Wo bin ich? Norden ist oben, Osten. Genau, die Richtung. Da vorne ist der Ausgang. Genau, da vorne ist er ein bisschen dunkel. Gelbes Fass vor der Mine. Ah doch. Es ist dunkel hier, hallo. Jetzt bin ich verfolgt. Oh, hallo. Und jetzt geht durch am nächsten gelben Fass, geht es nach links im Büros Behausung. Am nächsten gelben Fass geht durch. Ui! Ah. Hier. Ui, ein Fernseher. Das ist das sogenannte Liebesleben der Ameisen hier. Hallo, früher, ja, Sendeschluss, wenn nichts mehr, aber das gibt's heute nicht mehr. Das ist angeblich auch, wird es tatsächlich durch die kosmische Hintergrundstrahlung erzeugt. Früher bei den Fernsehern, wenn Sendeschluss war, ist die kosmische Hintergrundstrahlung, ist das. Haha, ja, nee, ohne Witz. Also, es ist kein Witz hier. Also gut, selber lesen, bitte. Nein, 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 doch, schau her. Nochmal zurück. Gut. Eieiei. Lebt das Ding? Ja. Das ist ein Alien. Alien, die Wiedergeburt. And now. Das ist der Schlüssel. Den muss ich erst untersuchen. Mit dem Schlüssel mit. Jetzt habe ich den 6 kommt die kosmische Hintergrund. Besser als erwartet. Wer ist da? Weiher. Wir kennen uns doch schon, aber nicht so wichtig. Du bist der Letzte, um den ich mich kümmern muss, oder? Du hast Eier. Das muss ich dir lassen. Aber wie geht es so genau weiter, wollte ich es gar nicht wissen. Akte untersucht. Das Gas haben wir untersucht, dann den Schlüssel. Du dich mir anschließen? Den untersuchen. Mach dich nicht lächerlich. Ich könnte dich jederzeit umlegen. Da ist eine Festung etwas außerhalb des Dorfes. Dort ist er, mein Flakon. Hol ihn dir und du bestehst. Na dann, erstmal zum Friedhof. Dort, ja. Was für ein Wichser. Gut.
Die Festung aufsuchen. Jetzt warte. Das war das dämliche Tagebuch. Das haben wir untersucht. Kadu, was immer das heißen mag. Das ist praktisch Alien hier, diese hier Facehugger oder wie heißen die? Ja, komm, du sollst wieder rausgehen. Achso, and now, jetzt warte. Hier steht jetzt, warte. Geht ihr nach der Szene, geht ihr raus und nach links und schießt das wo raus? Da raus oder wo? Nee, da können wir nicht raus. Da ist wieder ein Laubbläser oder wie hier draußen. Geht er raus nach links und schießt das Tor. Schließt das Tor auf. Jetzt schließen wir das Tor auf. Komm, 6. Schließt das Tor auf. Jetzt macht ihr noch einen kleinen Abstecher. Geht zurück zum Bootshaus. Geht zurück zum Bootshaus nach draußen. Geht zurück zum Bootshaus nach draußen. Zurück zum Bootshaus nach draußen. Kann ja nicht so schwer sein. Bootshaus nach draußen. Wie ist denn da ein Bootshaus? Zu welchem Bootshaus? Nee. Jetzt warte. Wo ihr das erste Mal über den See gefahren seid? Oh nee. Wo bin ich das erste Mal über den See gefahren? Ah, komm. Komm ich jetzt da? Bin ich da jetzt falsch, oder? Bootshaus nach draußen. Bin ich da jetzt falsch oder richtig? Wo er das erste Mal hier... Nee, ich glaube, hier bin ich falsch. Hier komme ich nicht mehr raus. Hier bin ich, glaube ich, falsch, oder? Da, glaube ich, komme ich nicht mehr raus, oder? Wo er das erste Mal über den See gefahren seid. Das ist nur der Bossfightplatz, oder? Da komme ich nicht mehr raus, warte. Muss ich da den Weg weitergehen? Nee, da komme ich nicht durch. Da muss ich wahrscheinlich... Wahrscheinlich muss ich erst durch die Tür durch, oder? Ich kenne mich nicht mehr aus. Da haben wir aufgesperrt und hier geht sonst nirgendwo raus, gell? Da geht's nicht raus. Oder mähen die Rasen? Wahnsinn. Irgendwas machen die da draußen. Jetzt gehen wir mal raus. Jetzt warte, jetzt bin ich hier. Aha. Jetzt warte. Was ist denn das für ein Ding? Kugellabyrinth. Hä? Kugellabyrinth, aber ich habe keine Kugel. Das ist oben, oder? Und wo geht's jetzt zurück zum Bootshaus? Oh, bitte. In die Richtung, oder? Wahrscheinlich in die Richtung. Komm nicht mehr. Da ist Sackgasse, oder wie? Nee. Da ist Sackgasse. Da drin. Ich kotze. Entschuldigung. Da ist das Liebesleben der Ameisen da drin irgendwo. Wahrscheinlich daraus, oder? Nee. Wahrscheinlich daraus. Nee, da geht's nicht.
Wird dann da oben, oder? Mann, 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 Mann. Tolles Spiel. Wahrscheinlich daraus, oder? Da geht's zurück ins Dorf. Geht zurück zum Bootshaus nach draußen, wo ihr das erste Mal über den See gefahren seid. Achtet vor dem Steg links auf einen neuen Weg, der nun frei ist. Achtet vor dem Steg links auf einen. Da ist der, wo ist denn der Drecksee? Das ist der See, oder? Oh, warte, da ist jetzt irgend, da ist jetzt zum Beispiel noch das hier. Blendgeschoss. Da sind Fische! Die Festung aufsuchen müsste ich jetzt eigentlich. Wo ist die? Hier sind Fische. Schwer erkennbare Fische. Blubbern, aber ich bin jetzt hier gerade leicht beschäftigt. Die blubbern. Oder auch nicht. Ja, Freunde. Was ist denn der Ding, ich sehe? Das, was ist da drin? Engelstatue aus Silber, warte, Silberengel. Lauft durch diese, schaut nach links, wo eine Wackelziege steht, dann geht weiter und am Ende findet ihr Schatulle mit dem Silberengel. Aha, das ist der Silber. Also. Dann sind wir hier richtig. Silberengel. Und da muss aber vorher noch eine Wackelziege. Und die Fische haben es gar nicht erwähnt. Da muss noch ein Fisch sein. Da ist er. Komm her. Da ist er. Wackelziege. Jetzt haben wir die Fische. Die Schatulle. Und vorher, warte. Lauf durch die zerstörte Mühle, da waren wir durch und direkt dahinter in der Höhle, schaut nach links. Direkt dahinter in der Höhle. Zerstörte Mühle. Das ist die zerstörte Mühle, durchgelaufen. Höhle links. Da ist eine Höhle. Oben, da komme ich nicht hin. Oben wahrscheinlich, warte. Da ist eine Hülle. Und da drin müsste eine Wackelziege sein, oder wie? Ah ja, lauf durch die zerscherte Mühle und direkt dahinter in der Hülle schaut nach links und direkt dahinter in der Hülle. Okay. Da.
Wie komme ich denn da hin? Irgendwo haben wir da jetzt. Warte. Entschuldigung. Irgendwas ist da wieder falsch. Da war aber, wir sind aber richtig, weil da war die Silberschatulle und das ist die zerstörte Mühle. Oder? Die anderen gehen ja. Anders komme ich hier nicht runter. Das ist, da war vorher Wasser. Da ist die zerstörte Mühle. Achtet vor dem Steg links auf einen neuen Weg, der nun frei ist. Vor dem Steg links. Da ist der Steg. Links, genau der da. Links, der nun. Lauf durch die zerstörte Mühle. Das ist die zerstörte Mühle. Oh nee, lauf durch die zerstörte Mühle und direkt dahinter in der Höhle. Und direkt lauf durch die zerstörte Mühle. Und direkt dahinter. Da, ach, da ist sie, Mensch. Mann. Also gut, jetzt haben wir die Wackelziege Nummer 12. Dann geht weiter und am Ende findet ihr den Silberengel. Das war der in der Schatulle, den haben wir schon. Das ist die Schatulle. Silberengel. Und Fische haben wir auch. Fische haben wir auch durchgestrichen. Hier war gerade wieder eine Atombombe. Und so. Jetzt geht's zurück in die Mine und zum Fahrstuhl. Und wo ist der Drecksschatz? Da. Also jetzt gehen wir zurück. Wenn ich's weiß. Ja. Also hier war die Zackelwiege, Wackelziege. Dann gehen wir wieder zurück in die Mine. Mann, Mann, Mann. Oh, jetzt bin ich aber schon voll hier. Jetzt finde ich nicht mehr zurück. Jetzt muss man da wieder zurück. Anders kann man ja hier nicht. So kann man nicht. Nee. Jetzt gehen wir zurück zum Fahrstuhl, oder? Oh nee, das ist offenartig dunkel. Und wo ist jetzt der Drecksfahrstuhl? Da oben. Nee, der ist rechts unten, oder? Der Fahrstuhl ist da hinten. Da sind wir reingekommen, da hinten sind wir durchgekommen und hier ist der Fahrstuhl, oder? Silberengel, jetzt geht zurück in die Mini und zum Fahrstuhl, über den ihr herkommt und fahrt nach oben. Das ist der Fahrstuhl, über den wir herkommen und fahren nach oben. Oh nee. Draußen angekommen. Wahnsinnsspiel hier. Ja, jetzt müssen wir wieder Pause machen, langsam. Schauen wir mal, dass wir rauskommen. Ach so, das dauert wieder 3 Jahre hier. So, draußen angekommen. Hä? Wie bin ich denn da draußen angekommen? Draußen angekommen. Mann, Mann, Mann. Also da ist der Fahrstuhl, da sind wir angekommen. Dann geht's da raus. Jetzt komm her. Draußen angekommen. Schreibmaschine. War da nicht der Händler auch? Nee. Da ist eine Schreibmaschine. Kugellabyrinth.
Schreibmaschine. Sollen wir speichern? Mann. Draußen angekommen, das müssen wir jetzt noch machen. Jetzt hat er selber gespeichert. Da! Sieht ja fast farbig aus hier, hallo. Ich kann nicht. Ja, Entschuldigung, das darf ich nicht sagen hier. Draußen angekommen. Pause. Jetzt machen wir Pause, oder? Okay, herzlichen Dank für Speis und Trank. Seid mir bitte auch weiterhin wohlgesonnen und schaltet ein und traue meine Botschaft hinaus in die weite Welt, auf dass es euch wohlergehen möge. Adieu, bis zum nächsten Video.